bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich heute mal zwei Personen grüßen. Alvin Eili und die Mirela. Genau, und jetzt geht's auch schon mit dem Video los. Viel Spaß! Sag mal, warum ist da oben eigentlich ein Riss drin? Am Morgen. Au, au, au. Au, au. Mama, Mama. Was ist los, dass du dich verletzt? Hast du dich irgendwo angestoßen? Mein Zahn, du. Au. Lass mich mal gucken. Oh ja, wirklich. Du hast ein bisschen Karies. Ich zieh mich an und dann gehen wir gleich zum Zahnarzt. Zum Zahnarzt, musst du da denn bohren? Ich glaube schon. Schatz, 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 Schatz. Was ist los? Wir müssen zum Zahnarzt. Warum denn? Hast du Karies? Nicht ich. Billy, lass mal sehen. Ich weiß, dass du früher Zahnarzt warst. Was du nicht über mich alles weißt. Da ist wirklich Karies, da müssen wir zum Zahnarzt. Okay, sieh es bitte an. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen, Lukas, wir müssen zum Zahnarzt. Was, du wirst in deinen Zähnen nicht? Nicht mit deinen, mit meinen. Hast du Karies? Ja. Ich hoffe bloß nicht, dass er bohren muss. Ach komm. Das ist nicht so schlimm, ich war auch mal beim Zahnarzt. Mhm. So, dann ziehe ich mich auch mal an. Schatz, machst du bitte einen Termin aus? Ja, mache ich. Hallo, hier ist Familie Cool. Hallo. Meine Tochter hat Karies. Können wir heute Mittag um 2 Uhr mal vorbeikommen? Ja, klar. Ja, dann können Sie vorbeikommen. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, Schatz, Termin ist ausgemacht. 2 Uhr? Ja, genau. Okay. Perfekt. So. Genau, sie hat doch gesagt, Lilly darf jetzt nichts essen. Okay, ja. Aber direkt darfst du schon. Lilly, willst du was trinken? Beim Essen darfst du nicht. Ja. Willst du was essen, Lukas? Brot mit Apfel. Okay. Kannst auch mit Ei haben. Nö, ich mehr mit Apfel. Okay. Brot. Was soll ich dir denn zum Trinken machen? Erdbeer. Okay, Lukas, willst du was? Willst du auch was trinken? Nee. So. Hey, Lukas. Danke. Ich gebe der Kleinen ihre. Wo ist denn ihre? Achso, da oben. Ist ihre Flasche. Ich mach die mal warm. So. Was soll schmecken? Ich hab bloß was zum Trinken. So, was machen? Gebe ich dir was. Gebe ich dir was zum Trinken? Genau. Ich gehe mal raus. Buch, das ist eisig. Kinder, ich möchte heute warm anziehen. Draußen ist eisig kalt. Ich wollte mich gerade sonnen, weil die Sonne scheint, aber eisig ist schon draußen. Ich muss mich anziehen. Papa ist ganz schön ehrgeizig. Mhm. Okay, dann bis nächstes Mal. Das hat mein Hunger jetzt auch gestillt. Und das wahrscheinlich mein Durst. Sehr witzig. Okay, wir müssen dann los. Wirst du irgendwann Softie mitnehmen? Ja, ich will mein Quampet mitnehmen von gestern. So. Gut. Okay. Bei dir könnte man mal gucken. Ich dachte, Lilly muss zum Zahnarzt. Wir können bei dir auch mal gucken lassen. Und bei mir und beim Papa auch. Papa, kommst du? Ja, ich komme.
Komm auf dem Aufzug raus. Ich trau mich nicht. Komm, ich war schon 1000 Mal beim Zahnarzt. Einmal. Alles wird gut. Keine Sorge, wir sind ja da. Wir dürfen bestimmt mit rein. Ich will nicht! Komm, das wird nicht schlimm. So, da wären wir. Okay, ich glaube, Alter 10 jedenfalls. Okay, Kinder, eins und drei. Gut. Schaut mal, Kinder, ihr könnt da hinten, spielen. Ja. Ihr könnt putzen. Schau mal. So kannst du lernen, deine Zähne richtig putzen. Ja, dann habe ich kein Karies mehr. Ja, genau. Okay. Putzen, 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 putzen. Was ist das denn? Mama, guck mal. Was ist los? Hat sich jemand verletzt? Nein, guck mal, ein Edelstein und so eine Maus. Lass die drin, okay? Wie schließt man das wieder? Jetzt habe ich es geschlossen. Ja. Putzen weiter. Schön kreisen. Ja, schön kreisen. So hier. Hier oben. Mama, guck mal, es geht die ganze Zeit auf. Und dann müssen wir halt die ganze Zeit wieder zumachen. Ja, okay. Hey, putzen, 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 putzen. So, das hätten wir. Ja, wurde auch mal Zeit. Gut. Also, hier noch die. Also, regelmäßig jetzt bitte die Zähne putzen. Sonst musst du öfters zum Zahnarzt und das muss ausgewaschen werden. Genau. Solange ich kein Karies habe, ist alles gut, weil da muss man nämlich bohren. Solange ich kein Karies habe, muss man nämlich bohren. Was, sie hat gerade gesagt, solange man kein Karies hat, muss man nicht bohren? Alles gut, wir sind ja bei dir, wenn man bohren muss. So, jetzt machen wir die Nummer 3, bitte. Okay, wie ich sehe, dann gib mir die Nummer 1, die schmeißen wir weg. Okay, Kinder, wir sind dran. So. Gut. Gut, wer hatte denn Karies? Ich hab Karies. Okay, warte. Wir wissen es nicht genau. Okay. Und bei uns allen müssten wir noch nachgucken. Okay, dann setz dich bitte mal. Guck mal, der Stuhl kann fahren. Wow. Ist cool, gell? So, jetzt gucken wir mal. Da sehe ich Karies. Genau an der Stelle hier oben. Am obersten Zahn. Da sehe ich Karies. Setz dich bitte wieder drauf. Das Teil tun wir jetzt mal weg. Wir fahren dich ein bisschen hoch. Guck. Ich habe Angst. Wir sind doch hier. Sie können sich gerne hier hinsetzen. Setz dich hier hin. Okay, wir müssen bloß ein bisschen. Schau mal, das ist sogar pink. Guck, da müssen wir ein bisschen bohren. Ich weiß, das zieht etwas, aber das geht. So, mit Bohren sind wir fertig. Okay, jetzt kommt das hier zum Einsatz. Wenn du deinen Finger drauf tust. Ich weiß, das tut bloß deine Zähne ein bisschen. Okay. Ich hätte ja nicht wehgetan. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Was? Jetzt müssen wir bloß noch ein bisschen mit Wasser machen. Damit wir. Das wär's eigentlich schon wieder. Deine Zähne sind gesund. Ja! Hier kannst du noch ausspülen. Bitte. So. Ah, endlich! Zur Belohnung kriegst du jetzt noch eine pinke Zahnbürste, wie cool! Die ist elektrisch! Genau.
damit du deine Zähne auch immer gründlich putzen kannst. Oh, wie cool! So, jetzt kommt dann dein Bruder. Ich hab Angst. Oh, deine Zähne sind ganz schief. Wie bitte? Deine Zähne sind ganz... Die sind wirklich schief. Da müssen wir jetzt wirklich mal ganz nah dran. Ich hole mal kurz die Ärztin. So viele Geräte. Ja, aber alles gut. Okay. Mama, komm her. Wir können uns ruhig hinstellen. Okay. Gut, also dann fängt's mal an. Wir müssen zuerst ein bisschen hier mit dem Leib. So, okay. Wenn sich die Farbe da wechselt zu grün, dann wird dein Zähnen wieder gut gehen, okay? Mhm. So, du hast auch ein bisschen Dreck zwischen den Zähnen. Das müssen wir auch beseitigen. Jetzt kommst du zum Einsatz. Ich hoffe, das ist eine rote Lampe, die sorgt dafür, dass deine Zähne wieder an den Ort kommen. Die ziehen sich jetzt ein bisschen zusammen. Tut ein bisschen weh. Au, 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 au. Das wird jetzt noch ein bisschen nachziepen. Jetzt müssen wir noch das hier. Das wird jetzt ganz arg wehtun, weil wir haben ja vorher schon deine Zähne zusammengezogen. Au, au. So, jetzt kriegst du noch ganz schnell Wasser. Das ist aber noch nicht grün geworden. Also müssen wir noch irgendwas machen. Doktor, wir haben das Reinigen vergessen. Ja, stimmt, das Reinigen. Das würde jetzt gar nicht wehtun. Ein bisschen kitzeln. Mhm. Also das wird jetzt gar nicht schlecht. So, hier noch reinigen. Dann machen wir hier noch. So, ah, es ist grün geworden. Perfekto. Jetzt hast du wieder schöne Zähne. Schau mal, es kriegt nur sowas. Das musst du dann mit Wasser runterspülen. Ist das eine Tablette? Ja, aber die schmeckt nach Zimt. Also nicht schlimm. Okay. Komm dann. Gut. So, dann kommt dein Vater dran. Ein bisschen. Ups, bitte. Runter. Ein bisschen Belag, das machen wir mit dem hier weg. So. Gut. Jetzt noch die Mama. Aber dieses gleiche, nur ein bisschen Belag. So. Ah, natürlich, das habe ich ganz vergessen. Du kriegst auch noch eine Belohnung. Und zwar eine Zahnpasta. Oh. Die schmeckt ganz gut und ist auch gut für die Zähne. So, ich muss dann mal weiter an die Arbeit. Ich muss diesen blöden Zahn hier untersuchen. Ich muss das hier noch machen. Okay, das wär's auch schon. Sie können wieder gehen. Also bei dir und bei dir, du solltest regelmäßig deine Zähne putzen und du auch. Ja, dafür haben wir jetzt das. Genau, ihr könnt auch mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Also, bis irgendwann mal. So schnell sehen wir uns nicht mehr. Tschüss. Tschüss. So, ob unser Geheimnis noch... geht. Unten putzen. Oben putzen. Ah ja, es geht noch. So. Haben Sie was gesagt? Nein, nein, nein. Guckt, Kinder, das war doch gar nicht schlimm. Nö. Und Kinder, jetzt müsst ihr gleich Zähne putzen, okay? Mhm. Jetzt müsst ihr gleich Zähne putzen.
putzen, 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 putzen. Kinder, ich bin oben. Okay, ich zocke hier noch etwas. Und wir gucken Fernseher. So. Ja. 2 Stunden später. Mama, 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 Mama. Was ist denn los? Mein Kahn ist aufgefallen. Du blutest ja noch. Ich bin überfordert. Ach, komm schon. So. Ja, toll, dann kann dir heute die Zahnfee kommen. Freust du dich? Ja, klar. Du kannst schon wieder normal reden. Das Blut ist weg. Ja, klar, ich freue mich riesig. Dann kriege ich Geld. Ja. Ich gehe ins Bett. Hallo, bist du jetzt schon ins Bett? Ja, klar. Mama, kann ich schlafen? Das war mir klar. Dann bleib noch ein bisschen auf. So. Genau, geht ihr ins Bett. Ja, jetzt kann ich schlafen. So. Mein Zahn lege ich hier hin. Und heute Nacht kommt da die Zahnfee. Ich freue mich. So, wir gehen auch ins Bett. So. Für einen Zahn? Komm, raus schon! Du brauchst erstmal einen Wackelzahn. Das war's!